Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum Part 22, glaube ich. Also es geht vorwärts. Ich habe leider gestern keine Aufnahme mehr machen wollen können. Ich habe so viel Regnum gespielt, es ist so viel Vorbereitung. Also wenn mal an einem Tag kein Video kommt, dann wegen zu viel Vorbereitung und so weiter. Es ist schon ein bisschen hart, jetzt momentan echt vorwärts zu kommen, damit ich auch etwas zeigen kann. Gestern war auch so mit den Fortschlachten irgendwie gar nichts los. Keine Invasion, keine so richtigen Fortkämpfe. Und ich habe über eine Stunde aufgenommen und es ist einfach nichts passiert. Also die ganze Zeit bin ich irgendwie unterwegs gewesen in den drei Zeiten. Also hier einfach alles in der Warzone. Überall war ich entlang und wollte das Video auch schneller machen, auf zwei oder drei Geschwindigkeit. Aber dieses Programm, das ich jetzt momentan habe, irgendwie AHS oder so, das leckt, fängt mega an zu lecken. Und dann ist das Video so ruckelhaft. Ich müsste auf irgendwie 120 FPS aufnehmen, das kann ich leider nicht. Also momentan geht es leider noch nicht mit solchen Videos. Ihr dürft aber gerne mich da ein bisschen unterstützen, aber ich weiß nicht, ob ich da noch ein ganz teures Programm kaufen soll, so 1.000 € oder so. Nee, lieber nicht. Also momentan halt einfach eher so Gameplay-Videos weiterhin. Das ist eben Gameplay, das ist so wie das Spiel ist, so nehme ich es auch auf. Und das Spiel hat einfach Wartepausen, oder? Also man muss da so schon recht warten. Jo, und ich habe viel gecraftet. Jetzt habe ich irgendwie 220 Erfahrungspunkte bei, kann ich glaube ich schauen hier, oder? Ja, 208, okay. Ja, geht relativ gut, aber nur muss ich extrem lange farmen mit der, mit dem Beschwörer. Dort beim Ork, beim Dinglager hier, Trolllager. Und ja, der Boss kommt sehr selten und Spiele sind auch nicht immer da, wo den Boss auch mithelfen kann. Dann kann man erst mit Level 60 und Top Equip eigentlich alleine gehen. Oder nicht mal dann macht man genug Schaden. Und also muss ich da immer auch warten und deshalb kann ich dann auch nicht aufnehmen, weil ich ja warten muss. Und ja, das kann ich dann auch schon mal zeigen. Wieso kann man den nicht angreifen? Der ist ja nah. Ist halt zu weit entfernt. Ja, gut. Liebes Backnum, ich weiß, dass du jetzt gerade backen möchtest. Und das Matterhorn sieht von dieser Si Seite mega cool aus. Ich habe es manchmal auf der anderen Seite ja gezeigt und ein Bild gemacht bei Steam. Die könnt ihr übrigens öffentlich sehen. Einfach das Spiel aufs Spiel gehen und dann auf Diskussion, ja, auf Diskussionen klicken. Und danach Screenshot und dann könnt ihr dort sortieren auf weniger beliebte. Ich habe natürlich noch keine Likes und so sagen. Dann seht ihr das auch. Seht ihr auch meine Bilder. Oder einfach auf mein Profil Drago Basler gehen. Und dann auf Screenshot. Dann habt ihr ganz viele Screenshots von Regnum. Mache ich gerne. Aber auch nur spezielle Screenshots, zum Beispiel Bugs oder schöne Landschaften und so weiter. Kann ich eigentlich mal machen. Zuerst mal kurz. So ist es nicht so schlimm im Weg. So, das Bild wird jetzt bei mir im Account stehen. Und wenn ihr mich unterstützt, werden sie natürlich auch besser sehen, die anderen Leute. Die meisten klicken gar nicht auf alle Anzeigen oder auf unbeliebte Anzeigen, sondern immer nur auf beliebte Anzeigen und kommen natürlich meine Fotos nicht an. So, währenddessen, ja, habe ich geschrieben, ja, macht bitte das Helion häufiger bei den blauen Weihnachtsbäumen und haben drei von Brazed mich Silence Emoji gesendet im Discord unter Suggestions Englisch ist es. Das ist süß. Sie regen sich auf. Ja, ihr dürft euch gerne aufregen. Das ist kein Problem für mich. Aber es ist süß.
Ja, und ja, sie gehen mich schon ein bisschen aus dem Weg. Sie haben mich fürchten gelernt, dass ich halt auch mich austeilen kann. Genau das haben sie wahrscheinlich dann als Problem gemerkt. Oh, ich kann nicht hin. Wir werden rutschen. Der arme Schatz wird ich aufgesammelt. Nein. Ja, das ist ja halt das größte Problem, dass die Spiele meistens toxisch sind und wenn man dann ein bisschen scherzt, ein bisschen, ja, den Mann rausbringt, dann hat man es schlecht. Also man darf gar nicht männlich spielen, habe ich so das Gefühl. Man muss sich sehr kindisch verhalten, damit man überhaupt ankommt. Also es ist einfach so. Aber so ist Braces und deshalb möchte ich gar nicht bei Braces sein. Ist also gut, dass sie mich gebannt, also gekickt haben. Entlassen. Entlassen. Weil dieser Clan, der Soulkrauts, der ist viel entspannter. Das ist genau etwas für mich. Ich bin nicht einer, der jetzt unbedingt immer leveln muss. Jetzt habe ich gestern das mal gemacht und konnte einfach kein Video machen. Hallo, wer bist du? Oh. Es ist ein Papa sogar noch. Ich verarsche ihn jetzt einfach ein bisschen. Oh. Einfach ein bisschen verarschen. Oh Gott. Noch mehr verarschen. Er will mich unbedingt. Was ist das für ein Pop, ey? Er macht 1167 und 85 Schaden. Oh mein Gott. Jetzt bin ich dann sofort wieder da. Ich haue nicht ab. Also, eigentlich sollte man ja jetzt ein bisschen warten, damit er denkt, ja, wir leben jetzt dort nicht mehr. Ja, könnten wir ja machen, aber ist ein bisschen langweilig. Wir gehen jetzt noch kurz ein bisschen auf Erkunden. Ah ja, wir können hier zum Friedhof runter. Das ist dann Pop, ey. Voll der Pop. Der kann ja weitergehen und den nächsten killen, aber so greedy, ey. Ah, so mega greedy. Ja, diese Syrten sind wirklich arme Schlucke. Können keine Wünsche mehr machen. Sind arme Schlucke. Sollten wir mal eigentlich in Ruhe lassen. Ich müsste eigentlich hin. Mich setzen und mich töten lassen. Aber ich bin ein bisschen unfair, stimmt's? Ich bin so unfair gegen Gegner. Aber das ist einfach ein Spiel. Man ist ja zu den Gegnern unfair. Aber wenn dann die Gegner haten müssen oder sonst irgendwas, dann versteht man einfach die Welt nicht mehr. Das ist sowas von unnötig, oder? Ach ja. Hat sich wieder einer dort hinten verirrt. Also es. Ich habe jetzt ungefähr 5 Tage hintereinander dort immer gelevelt und nie, überhaupt nie ist jemand gekommen vom gegnerischen Reich. Das war der Erste, der überhaupt dort hinten hinter dem Vulkan hinging. Weil einfach die Regnumsspieler voll faul werden, gar nicht mehr irgendwo Levelkiller suchen, also Leveler zum Killen suchen, die Levelkiller. Und das ist ja so verpönt, wieso machen sie es dann noch? Lass doch die Leveler leveln, dann habt ihr mehr ja, Konkurrenz dann. Dann werden sie schneller Level 60, aber ja, wenn ihr so gelangweilt seid, Syrten, kann ich da auch nicht viel dafür machen. Tut mir leid, aber das ist halt so, ihr seid in einem anderen Reich, also wieso muss ich euch loben? Ja, ich kann euch schon loben, aber dann kommt mit einem Level 5, also 46, dann kann ich euch loben. Es ist halt sehr unfair, das Spiel. Also man hat einfach das Problem, dass man hier in der Warzone leveln muss und dann immer wieder diese doofen Spieler findet, die meinen, sie müssen mit Level 60 Leveler töten. Es ist einfach völlig, ja, die Spiele machen halt das Game auch selber recht schlecht, indem sie einfach nicht mehr neue zulassen, die neuen nur nerven und dann verlassen sie wieder das Spiel. Ihr dürft die Neulinge nicht nerven. Die Neulinge sind dazu da, damit das Spiel wieder bekannter wird. Und genau das machen die Leute nicht. Ich bin der Einzige, der eigentlich Leute in Ruhe lässt. Und also ich sehe immer wieder sehr viele
low-leveliger als ich. Ich greife sie aber nicht an, auch wenn ich Krips brauche. Das ist einfach so. Aber ich bin wenigstens noch menschlich, was die ja scheinbar nicht mehr wollen. Ja, und deshalb habe ich auch immer wieder ein bisschen ein Problem, wenn die Leute mich angreifen müssen, obwohl ich überhaupt keine Wehr, ich setze mich nicht zur Wehr. Ich schlage vielleicht eben einmal mit dem Pfeil, weil ich gerade draufgeklickt habe. Das war ein automatischer Pfeil übrigens. Ein automatischer Angriff, Nahkampfangriff, also ja, im Nahkampf, Fernkampfangriff. Und der ist sofort auf mich losgegangen. Er hätte mich vielleicht in Ruhe gelassen, aber wieso muss er denn auf mich losgehen, wenn ich einen Schlag mache, den nicht mal gekratzt hat? Vielleicht 10 Schaden gemacht habe. Das können wir gleich nochmal nachschauen. Ich habe nicht mal... Ah doch, 11 Schaden. Hier ist es, das Gelbe. 11 Schaden habe ich gemacht. Wieso greift er mich dann an? Ist er in Lebensgefahr? Denke schon. Also hier haben wir irgendwo noch Gegner. Ja, Riss. Säbelzahntiger. So. Also einen Weihnachtsbaum gefunden mit Gold, gell? Ja, 89.000. Jetzt tun wir einfach hier... Oh, ich muss ja wiederbeleben. Oh nein, nicht den. Nein, nicht angreifen. Wieso kann man die Spacen hier wegmachen mit einer kleinen Bewegung? Mit einer kleinen Bewegung kann man nicht mal die Spacer brechen manchmal. So, ich muss das wiederbeleben. Der hat es auch getötet, scheinbar. Das sieht man nicht immer sofort, weil es ja weg ist. Das Pet während dem Reiten. Ja, jetzt tun wir halt hier ein bisschen. Level. Jetzt wartet er auf mich. Kann lange warten. Ja, und der Erfahrungspunkt-Bonus ist leider auch ein bisschen weg. Also ist auch weg vom heutigen Tag. Aber scheinbar ist immer noch ein Bonus von 158, also doppelten Bonus über die ganze Weihnachtszeit. Das ist toll. Gibt aber auch sehr viel mehr Spieler, die leveln. Also viele haben auf Twinks gewechselt und leveln jetzt die Twinks. Und ja, ich eigentlich auch, ja, mit dem Dragodian, mit dem Beschwörer. Können wir eigentlich jetzt auch nochmal wechseln und auch das kurz noch zeigen. Aber wir gehen jetzt zuerst mal hier irgendwo in Schutz. Ja, ich greife kaum einen Spieler an. Ich mag es manchmal nicht, wenn man sich einloggt und dann sofort gekillt wird, weil ein Spieler gerade in der Nähe ist. Im Busch. So, gehen wir rüber. Dass wir 20 Sekunden warten müssen. Das ist ein bisschen blöde, langsam nervt es leider. Weil ich sehr oft wechseln muss. Weil das Inventar eigentlich immer voll ist von diesem Jäger. Ich habe zu viel Mob-Loot, das ich gerne in den Reichstafeln abgeben möchte. Beim Beschi geht es eigentlich sehr gut mit dem Farmen von diesen Teilen. So. Ja. Hallo. Was habe ich hier? 71 von 125, das geht eigentlich noch. Ja, der Warlord El Visitante, der ist eigentlich 24 Stunden am Leveln. Also ist eigentlich schon fertig mit Leveln. Es ist jemand anders mit einem anderen Namen. Tötet was? Wildorg, ja. Oh, Schatz. Also jetzt gehen wir dort zum Trolllager direkt. Wir jetzt nichts einsammeln. Und dann kriege ich noch ein paar von diesen Trollen, damit ich Hickory-Holzstämme und Eisenerz sammeln kann. Ja, und dann habe ich den ganzen Tag wieder zu tun. Es hat jemand nachgefragt, ob ich livestreamen kann. Gerne, aber ich möchte halt auch schon ein paar Zuschauer haben.
Den habe ich hier nicht drin. Den habe ich nur beim Dragos Hunter dabei. Der ist scheinbar in den Braces reingegangen und ist nicht so glücklich. Und deshalb habe ich ihm ja ein bisschen geraten, nicht allzu sehr euch stressen lassen in diesem Clan. Hat nachgefragt, ob Sauerkraut und andere deutsche Clans auch gerne ja, Leute einstellen, habe ich gesagt, ja, also Sauerkraut macht es. 300 ist, glaube ich, voll oder ja, möchten jetzt nicht unbedingt immer wieder Leute einladen oder so. Die sind ein bisschen aktiver, die wollen auch aktivere Leute. Embraces sowieso, die müssen hyperaktiv sein, damit sie überhaupt angenommen werden. Ja. Und deshalb haben sie auch so viele verloren, weil viele nicht wollen wahrscheinlich so aktiv sein, so mehr als 5 Stunden aktiv sein pro Tag. Ich bin jetzt aktiver, einfach weil ich den Druck von Braces nicht mehr so habe. Das ist klar. Also was ich eigentlich immer mache, ist schachliches Efeu und dann einfach ganz normal angreifen. Auch mal das Schild benutzen. Da habe ich schon einen Hickory-Holzstamm beim ersten, super. Nein, der nicht, aber ich kann währenddessen Zombies rufen und diese kleinen Imps. So. Und das die ganze Zeit, bis der Golem tot ist. Danach mit dem kleinen Dämonen weiter. So. So, geht's eigentlich. Schon 2 Hercule-Holzstämme. Sehr gut. Jetzt ist dann bald der Golem tot. Also so langsam wechseln. Ja, jetzt eigentlich schon früher wechseln sollen. So geht es sehr gut. So kann man eigentlich sehr gut fahren. Weil man verliert eigentlich nie viel. Jetzt, wenn der Dämon draußen ist, wenig Mana habe, weil der Dämon echt viel Mana kostet, einfach normal angreifen. Schauen, dass er nicht weg ist, bevor der Tod ist, der Trollbandit. Und dann mit Zombies angreifen. Und mit dem Kleinen, dann ist er auch wieder ready, der Golem. So mache ich das ganze Zeit und ich level eigentlich sehr schnell. Was habe ich für eine Lautstärke gerade? Okay, ein bisschen zu hoch. Deshalb. Also jetzt auch nochmal der Ding. Der Mond halt. Der Mond kann eigentlich zweimal kommen. Jetzt wirklich gar nichts mehr machen, weil ihr braucht Mana. So, mit Level 30 habt ihr dann auch viel Mana. Also ihr könnt Mana Pool skillen dann. Und das könnt ihr eben bei Syrtis, wenn ihr Syrtis seid, oder bei Ignis auch machen. Da habt ihr auch ein Trolllager. Ich weiß gar nicht, wo das genau ist bei Ignis. Bei Syrtis weiß ich es eigentlich. Also bei Syrtis. Das will ich gerne mal schauen. Also man sieht eigentlich nicht viel. Was hier ist, ist es doch hier, oder? Hier. Ne, das ist es nicht, oder? Was hier ist es, glaube ich, das. Nein, das ist es auch nicht. Hm. Wir müssen das mal kurz anschauen, dann beim Part. Also das ist das Ork-Lager. Dann ist es das Trolllager hier, oder das hier. Eins von beiden. Ich weiß noch, dass es irgendwo auf einer Ebene ist. Und das ist das Ork-Lager von Ignis. Und das Trolllager ist, glaube ich, das hier. Ich glaube, es ist hier. Hm. Kann mir gerne jemand helfen, der sich auskennt. Ich kenne mich nicht so viel aus in den anderen Reichen. Also dann ja, können wir noch ein bisschen leveln. Hä? Ja. Richtiger Knopf drücken. Jetzt werden sie, glaube ich, also leicht. Wieso geht das so ewig lange? Das ist unglaublich, wie die Spells manchmal lange brauchen, bis sie endlich gecastet werden können.
Da denkt man sich schon, ja, Rechnung musst du so langweilig sein. Es ist ja nicht langweilig, also die Langeweile ist dazu, ja, Wars und Schlachten zu machen und Instanzen und so weiter. Das ist schon cool, aber viele Sachen auf dem Weg dorthin und so sind einfach viel zu langsam. Zum Beispiel das Farmen von Rohstoffen und das Craften. Viel zu langweilig. Das muss unbedingt ein bisschen besser werden. So, immer noch blau, okay. Das ist sehr gut eigentlich. Weil da kann ich noch länger leveln, also noch länger farmen, bis der Hunter Level 45, 55 ist. Geht es ja noch einige Zeit. Also ich werde jetzt sicher Ding benutzen. ja, Xymerin für Booster. Der haltet ja noch aus. Ich dachte schon, er wäre gleich tot. Ich muss ein bisschen öfters hier hochschauen. Weil ich bekomme ja eigentlich sonst nie Schaden. Kaum Schaden. Über die Zombies noch mit holen. Aber bis die Zombies beschwört wurden, ist der Gegner schon tot. Lieber die Imps vielleicht ein bisschen öfters. Die Imps sogar vorne hin tun. Der Zombie bleibt einfach noch. So, Mana habe ich jetzt auch wieder öfters. Hä, was war denn das für ein Bug? Irgendwie mit den Beschwörungen kommen immer so komische Bugs, Anzeigefehler. Weil scheinbar ist das Teil wieder hier hingekommen, was der Golem hat. Dieses, ja, was es machen soll. Und die Beschwörungen wurden wieder beschworen oder so. Also die, der Zombie ist wieder gekommen, weiß ich nicht, eins von beiden. Und dann hast du einfach wieder diese Bar dann weg. Ich weiß es nicht. Bin völlig verwirrt gerade. Das Spiel macht irgendwie komische Probleme mit den Beschwerden. Dass zum Beispiel die Zombies bleiben und so weiter. Hey, nicht angreifen! Ach man, nur wenn man anklickt, muss man angreifen. Hey, automatisch. Der automatische Angriff sollte deaktiviert sein, ey. Nur mit einem Klick. Ach. Scheinbar wollte Camilla Dreckenblut, dass man das Party mit, also das Party von 8 auf 10 erhöht. Das ist ein guter Vorschlag. Weil ich habe gestern Party gehabt und war Anführer und ich konnte einfach die Leute nicht mehr einladen, weil ich ja keine kicken wollte. Ich wollte niemanden kicken. Auch wenn sie AFK, also 2 AFK waren, hätte ich die anderen 2 eingeladen, hätte ich dann 10 gehabt. Also, ja. Deshalb wollte ich die dann kicken, hab's aber ausgelassen und habe die Partnerschaft dann nach ungefähr einer halben Stunde wieder weggemacht. War zu umständlich. Ja, und deshalb. Das Schild kostet so viel Mana, deshalb. Weil ich jetzt Lowlife bin, Schild nie benutzt habe. Ach ja, Regnum Leveln ist lang. Ist sehr gehirnaufwendig. So viel ins Käse leben. Dämon! Ja, diese Automatik nervt extremst den Regnum. Sollten einfach auch deaktivierbar sein. Weil ich klicke immer. Ah, der Große ist wieder hier. Aber es kommt momentan niemand. Also ich level jetzt hier weiter. Es kommt aber leider niemand. Die sind so meistens am Nachmittag dann hier am Bosk hin. Ja, greif doch nicht an. Ich werde die Zombies zuerst beschwören. Diese Automatik. Ich darf nicht auf die Gegner klicken. Ja, jetzt machen wir mal kurz ausruhen. So, wie viel haben wir jetzt? 12 und 9. Okay, dann beende ich das Video. Ja, 24:50. Ja. Und dann bis zum
nächsten Part, hä? Oder zum nächsten Video oder Livestream. Heute muss ich schauen, wenn der Kollege dann online ist, kann ich ja Livestream. Er wollte dabei sein. Dankeschön für die Audienz. Es ist mal gut, mit jemandem zusammen vielleicht auch zu sprechen oder so. Während dem Livestream. Mach mit. Es lohnt sich. Es ist nicht so langweilig, wie alleine zu spielen. Und ja. Das ist immer Motivation, dass ich überhaupt auch Rechnung spiele. Damit ich, ja, eine Motivation bekomme, mit euch etwas zeigen kann. Sonst würde ich wahrscheinlich auch nicht Rechnung spielen, weil es alleine einfach nicht so motivierend ist. So habe ich irgendwas zu machen. Wie eine Arbeit sozusagen, die einfach Spaß macht. Also es ist pures Spaß. Und eben Unterstützung für euch. Und wenn ihr mitmacht, dann haben wir noch mehr Spaß. Und ja, dürft gerne liken, dürft gerne Kommentare schreiben. Das macht ihr mittlerweile auch super. Also ein großes Dankeschön und für alle, die ich jetzt nicht mehr sehe, am 30. und 31. ein frohes neues Jahr. Tschüss!